hier ist wieder Peggy von PJs Ideenreich. Ich bin unabhängige Stampin' Up-Demonstratorin aus Ravensburg und habe heute eine neue Aktion für euch. Besser gesagt nicht ich, sondern Stampin' Up. Aber ich möchte sie euch vorstellen. Und zwar ab dem 1. April bis zum 31. Mai haben alle Kunden die Möglichkeit, schon etwas in den Katalog zu schnuppern und aus einer Produktreihe sich Produkte zu sichern. Und zwar heißt diese Produktreihe Schöner Garten. Schöner Garten beinhaltet, habt ihr das gerade gesehen? Das war mein Arti. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. beinhaltet zwei Stempelsets, zwei Stanzformsets und Accessoires. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Und natürlich Designerpapier, ganz wichtig. Ich möchte es diesmal so aufbauen, dass ich euch erst die Produkte zeige und im Anschluss ein paar Werke, die ich so daraus gebastelt habe. Also, wie gesagt, Schöner Garten und ist auf drei Seiten aufgeteilt. Meine Kunden, die jetzt beim KLTG zum Beispiel mitmachen, die bekommen das mit zugeschickt. Wer diesen Flyer haben möchte bzw. sich anschauen möchte, ich verlinke ihn dann auch auf meiner Facebook-Seite. Ich habe die meisten Produkte da. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit dem Designerpapier an. Dieses Designerpapier, streichel, ich hole es mal aus der Hülle raus, ist natürlich, wie der Produktname schon sagt, sehr, sehr blumenlastig und wunderschön farbenfroh. Gerade bei dem Wetter, was wir zurzeit draußen haben, so trist und grau und ab und an mal Sonne zum Glück, tut so und so warme Farben einfach gut. Also, wir haben einmal dieses mit der Rückseite von dem hier. Es ist wieder eine Seite sehr, sehr voll und bunt und die andere Seite dann eher dezent gehalten. Hier zum Beispiel in dem Grün. Ich würde es auch eher als sommerliches Set bezeichnen. Weniger frühlinghaft, allein von den Farben her. Hier haben wir eine Folierung. Das ist ein besonderes Designerpapier. Schimmert schön, ne? Eine Goldfolierung. Und drauf so. Und dann haben wir hier wieder ein Motiv, was man zum Beispiel kolorieren kann. Und auch goldfoliert ist. Und hinten drauf kleine Blümchen. Ich bin ja eher ein Fan von großflächigen Motiven, beziehungsweise dann Motive, die also keine floralen Motive, sondern abstrakte Motive. Dann dürfen sie auch klein oder engmaschig sein. Aber sowas zum Beispiel gefällt mir dann schon auch. Und hier noch ein Motiv, was man auch wieder kolorieren kann, nur ein bisschen kleiner gestaltet und hinten drauf dann so. Dieses Designerpapier, und jetzt gut aufpassen, ist in den Farben gehalten Hummelgelb, Espresso, Minzmakrone, Olivgrün und Ziegelrot und Flüsterweiß. Also ihr seht, hier versteckt sich schon eine neue In-Color-Farbe und zwar das Hummelgelb. Ich hatte den Namen an sich schon voll süß. Ich mag Hummeln. Die sind klein, dick und pelzig. Hummeln sind toll. Genau, soviel zum Designerpapier. Dann machen wir weiter mit den beiden Stempelsets. Da haben wir einmal ein florales und einmal eins mit Sprüchen. Sprüche beziehen sich auf Dankeschöns. Es ist ein tolles Dankeschön-Set mit einer wunderschönen Typografie, wie ich finde. Und man kann sie wieder schön zusammenstellen. Zum Beispiel Dankeschön für alles. Das beste Dankeschön ist eine Karte. Vielen Dank für 1001 kleine Dinge. Dankeschön aus tiefstem Herzen. Oh, vielen Dank für all deine Hilfe und so weiter und so weiter. Also, ich glaube, jeder von uns hat öfters mal den Moment, einfach mal Danke sagen zu möchten. Und sei es der Erzieherin, die sich ins Zeug gelegt hat, oder der Lehrer oder natürlich die liebe Mama.
Dankeschön sagen tun wir manchmal zu wenig. Und mit diesem Set gelingt es ganz bestimmt. So, und dann haben wir noch ein florales, beziehungsweise eins mit Motiven. Das hier lässt sich wunderbar kolorieren, also ist ein Kolorationsset. Und ich glaube, auch damit lassen sich tolle Effekte erzielen. Es gibt natürlich auch noch Stanzformen. Ich habe jetzt die Stanzform dekorative Bordüren. Das sind hier so florale Bordüren, die man, mit denen man Karten gestalten kann oder auch Verpackungen. Und die fand ich sehr schön. Es gibt noch ein weiteres. Also dieses Set gehört... Ich muss schnell spickeln. Ja, genau. Dieses Set gehört zu dem Dankeschön. Das zusammen gibt einen Preisvorteil von 10%. Und was ich nett finde, ist, dass man hier die Sprüche hat und hier was Florales. Im Gegensatz zu diesem hier. Hier hat man da das Florale und dann gibt es noch solche dekorativen Rahmen. Also, und jetzt kommen wir noch zu einem Prägefolder. Das ist dieser hier, der heißt, das ist eine 3D-Prägeform Blumenmeer. Und ja, der hat so viele ganz kleine, süße Blümchen. Ja, alles doof. Moment. Ich hoffe, so könnt ihr es ein bisschen sehen. Mal richtig rum. So, sind eben ganz viele kleine Blümchen. Dann gibt es noch Strasssteine in Gold und zwei Dekobänder. Das ist ein Kombipack, einmal Ziegelrot, einmal Olivgrün. Und das war's, glaube ich. Genau. So, und ihr könnt euch das Set natürlich, wie gesagt, ab 1. April sichern. Mal schauen, wann dann die Kataloge auch folgen. Die kriegen wir ja dann auch irgendwann. Bin schon gespannt. Vor allen Dingen auch auf die restlichen 4 In-Color-Farben, denn Hummelgelb klingt, wie gesagt, schon spannend. Und ja, demnach zeige ich euch jetzt nachher die verschiedenen Projekte, die ich damit schon gebastelt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt möchte ich euch zwei kleine Projekte zeigen, die ich mit diesem Set eben schon gewerkelt hatte. Ich habe mich total in die Blumen verliebt, die sind echt schön. Mit denen kann man auch ganz toll kolorieren, aber das habe ich euch ja schon alles erzählt. Und von dem her ist es jetzt einmal diese Karte geworden. Ganz einfach mit dem bestickten Rahmen habe ich mir ein flüsterweißes Papier ausgestanzt, habe mir einen Kartenausleger aus dem Designerpapier gemacht, den Schriftzug auf flüsterweiß gestempelt und dann ohne zu kolorieren einfach den Schriftzug auf die Blumen aufgebracht und hier das kleine Schleifchen, denn Schleifchen muss irgendwie immer sein. Das lockert die ganze Karte noch ein bisschen auf. So, und meine Mitbesteller bekommen dieses Kärtchen als Dankeschön. Habe ich jetzt in 3 Farben gemacht, einmal Olivgrün, Minzmakrone und Ziegelrot. Die Farben finden sich auch im Designerpapier wieder. Wie gesagt, Hummelgelb haben wir noch nicht. Ja genau, ganz schlicht gehalten, ohne zu kolorieren, ohne viel mega Aufwand und trotzdem ein schönes Kärtchen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust auf dieses Set. Achso, und hier natürlich die Bordüre mit den Stanzschablonen. Ich finde, das macht der setzt den letzten Schliff bei der Karte. Genau. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust auf dieses Set bekommen und freut euch schon auf den 1. April, wo ihr das dann bestellen könnt. Ist natürlich nicht mehr in der Celebration, aber die Celebration ging jetzt 3 Monate und ich glaube, dieses Set ist ein schönes Set, um nach vorn zu schauen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!